Welcome to the show, liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Friends, liebe Fs. Herzlich willkommen zu neuesten Episode Stricker TV. Heute bin ich geladen, so richtig geladen. So viel Irrsinn, wie ich in den letzten 24 Stunden erlebt habe. Und zwar live und vor dem Handy und Computer. Selten passiert. Aber das Problem ist wieder, wir sind hier auf YouTube. Und bei YouTube kann ich nicht frei reden. Bei Rumble kann ich live streamen, aber ich weiß noch nicht ganz sicher, wie es geht, dass es sicher funktioniert. Und darum kann ich euch sagen, mache ich jetzt zwar eine kurze Sendung, aber ich verspreche euch, es lohnt sich zum Dranbleiben. Wir werden noch über den Pierin Vinzenz reden und über ein paar andere Sachen. Und dann werden wir noch über die Schlumpfung reden. Aber richtig über die Schlumpfung reden werde ich auf Rumble. Und auf Rumble habe ich erstaunliche Entdeckung gemacht und die möchte ich gerne mit euch teilen. Und so seht ihr, ich bin natürlich eine ganz kleine Nummer auf Rumble, wo jetzt wirklich Auftrieb hat. Und zwar habe ich gerade mal 630 Abonnenten dort. Das ist darum, weil Rumble ist noch nicht so bekannt wie YouTube. Aber schaut, was interessant ist, ich habe es ja genug betonen, ich habe ein Video gemacht, wo ich frisch, frech, frei von der Leber geredet habe. Und schau mal, meine View-Zahlen dort, 12.367, weil ich einfach einmal ohne den DDR-Sprech und ohne Selbstzensur im Grind frei geredet habe, wenn ich will. Und das, wohlgemerkt, mit einem Kanal, wo ich eben, wie gesagt, ein 50stel, gerade mal, oder ein 40stel von den Abonnenten habe, die ich auf YouTube habe. Das macht Hoffnung, dass wir von den Propagandamedien, von den systemversagenden Huren können befreit werden und so über, nicht spezifisch YouTube. YouTube erlaubt immerhin noch, dass man YouTube kritisieren kann. Das ist etwas, was man hochhaltet. Aber sobald man halt irgendwelche Informationen, die könnten Leben retten, dann ist Feierabend. Dann kann man das da nicht machen. Und darum habe ich jetzt eben Locals gegründet. Locals findet ihr da. Ich habe jetzt etwa 19.380 Leute, die sich eingetragen haben. Und dort werden alle Rumble-Videos natürlich auch aufgeladen. Aber der grosse Vorteil ist, bei Rumble, da kann man frei teilen. Freier teilen. Bei Locals muss man subscribed sein. Und bei Rumble nicht. Und wir machen jetzt hier eine kleine Sendung, wie ich euch erwarten lasse. Und nachher mache ich noch eine Sendung zu meiner 30-Tag-Challenge mit dem 4 Kilo in 4 Wochen abnehmen. Aber dann mache ich auch noch eine Sendung, leider nicht live. Also, sobald die Sendung endet, werde ich das Video abschalten und dann das neue Video starten und dann sofort auf Rumble aufladen. Und ich rate euch dringend, geht auf rumble.com, da geht ihr hinterher hin. Und dann seht ihr hier ein Suchfeld. Und ganz wichtig, bei Videos müsst ihr noch zuerst Video anklicken, dann Channels anwählen. Kann ich euch das nochmal noch ein deutlicher zeigen? Nein, geht leider nicht. Wohl, ein bisschen geht's. Seht ihr da oben, haben ein Rumble-Logo und dann haben wir da wählen Videos und Channels. Und wenn ihr mich finden wollt, dann findet ihr mich nicht unter Stricker TV und Videos, sondern ihr müsst auf Channels umsteigen. Und peng, tauche ich auf mit 627 Abonnenten. Und ich verspreche euch, ich gebe mir Mühe, dass ich etwa in einer Stunde. Also heute Abend gibt es vielleicht Sport für den einen oder anderen, aber wenn ihr morgen gehst zum Arbeiten fahrt oder morgen, was einfach ausschlafen, weil ihr Corona habt, dann werde ich euch eine Sendung liefern, die es gewaschen hat. Und zwar ein Sneak Peek, ein Insider-Look auf die Schweizer Medien und auf die Schweizer Alternativmedien und auf Schlupfhausen, wo man da nicht könnt. Frei darüber reden, weil ich Kommunisten-Guidelines will oder muss respektieren. Und darum machen wir jetzt einfach noch ein bisschen eine oberflächliche Sendung, wo ich einfach spreche, sie wird trotzdem gut. Habt ihr das gesehen? Hat der Pierin Vinzenz? Dem muss man gar keine Gefängnisstrafe mehr geben. Der ist von der Massenmedien so bestraft worden. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft verlangt 6 Jahre. Ich tue das extra gar nicht grossartig verfolgen. Es langt ja, wenn ich in Folge meiner Recherche den Blicktrack.ch anschaue und dann ja, einfach immer neue Mist höre. Mein Eindruck ist auch, dass der Pierin Vinzenz kein Kind von Traurigkeit ist und so weiter. Aber wie gesagt, grundsätzlich gilt ja mal, unschuldig bis die Schuld bewiesen ist.
Und jetzt stell dir mal vor, der Pierin Vinzenz wird freigesprochen werden. Was jetzt fast nicht mehr möglich ist, weil der mediale Druck jetzt natürlich auf den Richter enorm ist. Aber selbst wenn wir jetzt mal das Unmögliche annehmen, dass Richter selber denken und der Pierin Vinzenz sich tatsächlich, wie man so mal vermuten, unschuldig ist und freigesprochen würde, dann machen wir unten durch. Dann hat man jetzt wirklich kaputt gemacht. Und das, nachdem wir ihn ja wirklich, ich mache mich erinnern an Auftritte in der Arena und überall, er war der Hero der Medien gewesen, oder? Das heisst also, die Leute werden in klickhurerischer Manier in den Himmel aufgelobt und dann in klickhurerischer Manier wieder kaputt gemacht. Oder wie es ein Bild-Chefredakteur mal gesagt hat, wer mit der Bild-Zeitung mit dem Lift rauffährt, der fährt dann eben mit der Bild-Zeitung auch wieder runter. Und das hat er zu ihm gemacht, mit irgendwelchen Bordellbesuchen, weiss ich was, oder was sind es, Nachtclubbesuche. Es ist einfach ein unglaublicher Fokus auf das. Und jetzt mal meine wichtige Frage ist, was genau lernt der Bürger dazu, wenn er so einen Mist Tag und Nacht an den Grind geworfen bekommt? Er lernt nichts dazu. Ein Bürger hat null Erkenntnisgewinn aus dieser ganzen Berichterstattung aus. Ausser natürlich, dass Massenmedien ein Gesocks ist, aber sonst lernt er nichts. Er lernt nur höchstens, wie man mit Mutmassungen, Unterstellungen und Insinuierungen Menschen kaputt macht. Wir mögen uns erinnern an Jörg Kachelmann, leider auch hat auch völlig die Schrauben bekommen im Fall von Corona, aber der Mann, mit Sicherheit unschuldige und zu Recht freigesprochene Kachelmann, der hat ja die Medien vorne schon so kaputt gemacht, dass er auch mit dem Freispruch eigentlich härter bestraft, also ähnlich hart bestraft worden ist, wenn er in die Kiste hätte müssen. Zumindest was sein Leben nach der Kiste betrifft. Oder der Mann, sogar ich mag mich erinnern, die ARD hat die Zusammenarbeit mit ihm beendet, obwohl seine Unschuld bewiesen, in Anführungszeichen, ist eine Unschuld bekannt, in dem sie nicht bewiesen, aber dass er, nachdem er freigesprochen worden ist, haben ihn die Massenmedien abgesagt und er hat heute noch bei vielen Leuten einen schweren Stand. Obwohl ganz, ganz klar ist, wirklich ganz klar ist, dass er unschuldig ist. Und das hätte man übrigens nicht erst können beim Urteil wissen, das hätte man können wissen, indem man einfach eins und eins zusammenzählt. Das hätte man gewusst gehabt. Und beim Pierin Vinzenz habe ich das Vertrauen nicht. Ich interessiere mich viel weniger für den Fall, wie gesagt. Aber was gemacht wird, es geht nur noch darum, Klicks überzukommen, Propaganda durchzudrücken und Leute kaputt zu machen. Oder? SRF, Blick, 20 Minuten, geht nur darum, Leute kaputt zu machen. Da haben wir ein anderes Beispiel. Ballwiler Gemeinderat will diesen Corona-Skeptiker als neuen Dorfarzt. Nach jahrelanger Suche scheint Ballwil Luzern mit Jochen Philipp Handel endlich wieder einen Dorfarzt zu haben. Doch dieser verharmlost die Pandemie und behauptet, dass die Corona-Impfung tödliche Folgen haben könne. Wird ihm seine Einstellung zum Verhängnis? Da sage ich schon mal nein. Aber der Blick wird ihm vielleicht zum Verhängnis. Das ist das Gesocks, das Blick-Gesocks, das dafür sorgt, dass Leute nur darum, weil sie eine eigene Meinung haben, ihren Job können verlieren. Und über das und über andere Sachen rund um Schlumpfhausen werde ich en Detail nachher auf Rumble eine Sendung machen, die sich gewaschen hat. Und ich werde nicht... Ich kann noch etwas sagen. Das andere Video hat 12'000 Views gehabt. Und zwar darum, weil ich schonungslos offen die Worte gesagt habe. Was ich auf YouTube nicht will. Ihr wisst, wie ich es meine. Ich will das nicht, wegen der Konsequenzen, die es hat. Aber da auch wieder einfach Leute kaputt machen. Wenn man einen Arzt kaputt machen kann, der nicht der Systemhurerei unterworfen ist, wie der CEO Walder vom Ringier, der
in einem vom Philipp Gut veröffentlichten Video ganz klar gesagt hat, dass er all seine Zeitungen, den Auftrag gegeben hat, regierungsfreundlich zu berichten. Und darum konnte der verdammte Hygienefaschismus ausbrechen und der Blick war immer auf der Seite des Systems. Und das ist für mich wahrscheinlich die Urdefinition von Systemhurerei, wenn man seinen eigenen Mitarbeitern den Auftrag gibt, systemgefällig zu beurteilen, zu berichten. Muss man sich das mal überlegen, was das heisst? Und wo ist der Aufschrei gsi von den anderen Medien? Ja, ein bisschen, ja, das ist ein bisschen unglücklich formuliert und so. Es wird so Stilfrage abgemacht. Ach. Mein Kätzchen, wirklich. Die bringen mich raus. Wisst ihr, wenn ich meine Kätzchen hätte, ich glaube, ich hätte entweder Magengeschwür oder Herzinfarkt. Man tut ja auf einem schmalen Grat, oder? Wenn man zu viel schimpft, dann regt man sich so auf, dass man einen Herzinfarkt überkommt. Und wenn man sich zu wenig aufregt, wenn man es zu wenig laut aufregt, dann kommt man ein Magengeschwür über. Und meine Kätzchen sorgen dafür, dass ich immer wunderbar, wunderbar auf dieser schmalen Kante kann surfen. Ja, auf dieser schmalen Kante kann surfen. Und jetzt soll ich das machen? Ich mach's. Auf Rumble. Ich verspreche euch jetzt auf Rumble, ihr habt zwei Höhepunkte, wenn ihr das schaut. Und leider ich kann nicht mehr sagen. Es tut mir leid. Ihr müsst mir vertrauen, dass es sich wirklich lohnt, auf Rumble zu gehen. Leider, normalerweise würde ich das Video schon aufladen, aber ich muss das jetzt zuerst noch produzieren. Und das wird etwa eine halbe Stunde gehen. Und dann nochmal eine halbe Stunde aufladen und dann ist es soweit. Aber ich verspreche euch wirklich, dass es eine Sendung wird, die sich gewaschen hat. Weil ich bin sowas von geladen, ich reg mich sowas von auf und jetzt ist mein Screen noch eingefahren, das passt ja auch noch. Seht ihr Leute, auch meine Switcher-Studio-App will, dass ich mich verabschiede und stattdessen auf Rumble weitermache. Seht ihr, ich komme nicht mehr rein, ich kann nichts dafür. Ich bin absolut unschuldig. Die Videokamera von meinem Mac geht nicht mehr. Ich muss das in Ordnung bringen und dann gehen wir auf Rumble und nochmal. Ich werde es sowieso auf Locals aufladen, weil es für Locals bereits ein Eintritt ist, dann sieht das sowieso. Da kommt auch eine Push-Notification über und die Rumble-Leute, die können jetzt sich anmelden gehen und ich verspreche euch, es lohnt sich und ich kann leider mich nicht visuell bei euch verabschieden. Aber schauen wir doch einfach noch in den Pierin Vinzenz an. He? Der Pierin Vinzenz, wo mit Tinder-Dates, Bewerbungsgespräche führen. Wie auch immer. So, und jetzt brauche ich eine halbe Stunde und nochmal eine halbe Stunde zum Aufladen und dann gibt es die vielleicht explosivste Sendung in der Geschichte von Stricker TV. Rumble.com und dann den Channel, nicht das Video, den Channel Stricker TV suchen. Und dann wird es toll. Bis dann. Ciao miteinander.